jetzt, heute stelle ich euch vor, einmal den Chebus-Knall von Nico Feuerwerk und einmal den Knallnachos von Pyroart. So, packen wir mal beide aus. Haben wir hier, das sind 100 Stück. Also 20 Stück hier drin. Ja, sind in Ordnung. Sind alles wieder geschnitten Nachos. Geil. Und einmal den Chebus-Knall von Nico. Ja, was haben die für eine lange Lunte? Ja. Ja, relativ. Wie viel haben wir denn hier drin? 30 Gramm in der Verpackung. Auf 20 Stück. Und hier drin haben wir. Steht denn das? 29 Gramm in der Packung. Naja. So, testen wir die Dinger mal aus. Wir sehen uns gleich wieder. Jetzt probieren wir mal einmal den Chebus-Knall und einmal den Knallnachos. Mal für zwischendurch, was das Feines. Fangen wir mal mit dem großen an. Der Chebus-Knall ist das. Jetzt kommt der Knallnachos. Plain. Das war ja nichts. So, naja. Die sind. Ja, für zwischendurch ist es schon mal was, aber relativ schlecht. Empfehlenswert für kleine Kinder. So 15-, 16-Jährige, aber ansonsten schon in Ordnung. So, wenn ihr noch mehr sehen wollt, like das Video. Und es werden noch viele Videos folgen. Also bis dann. Ciao.